Die einen schätzen den Anreger, den Beweger, den Entdecker. Andere den Durchsetzer, andere den Freund. Harald Seemann, Regisseur und Autor eines Stücks ohne Ende, das zeitgenössische Kunst heißt. Seit 3 Jahrzehnten Garant für fantasievolle Ausstellungsarbeit. Ein vitaler Einmannunternehmer mit Firmensitz im Tessiner Matschertal. Im Schatten des Monte Verita. Harald Seemann is a inscrutable Swiss. Why inscrutable? Because he looks dumb, but he's not really dumb. And he has like a fingertip for the whole world, art politic and art world and art isms and art trend for since 1968, when he called himself Geistige Gastarbeiter, you know, the guy who belongs nowhere, but he is everywhere. Zürich, Wien, Berlin. Dazwischen Paris, Madrid. Dann beim Einrichten eines neuen Museums wie hier in Tokio. Der Erfolg seiner Ausstellungen hat mancherlei Begehrlichkeiten geweckt. Harald Seemann wird umworben. Wo immer ein markanter Ausschnitt der zeitgenössischen Kunst verhandelt werden soll, der prominente Ausstellungsmacher aus der Schweiz gehört zu den Favoriten. Die Szene kennt sich. Wo immer Harald Seemann auftaucht, auf europäischen Kunstmessen etwa, gleich schart sich Publikum um ihn. Kollegen, Sammler, Galeristen. Ich glaube, er ist der typische oder auch seltene Fall eines Ausstellungskünstlers, könnte man sagen. Es ist so, dass er sich ja mit dem Künstler, auf den er sich einlässt, in einer sehr starken Weise identifiziert und eigentlich versucht, ihn in seiner Gesamtheit, in seiner Psyche, aber auch in seiner Kunst, in seiner Zeit steht, zu erfassen. Und ich glaube, das unterscheidet ihn auch von anderen Ausstellungsmachern, weil er hier einfach einen Schritt weiter geht. Zur Methode Seemann gehört, nichts oder möglichst wenig aus der Hand zu geben und bestehende Verwaltungsapparate nur zu nutzen, soweit sie planerische und gestalterische Unabhängigkeit nicht gefährden. Viel früher als andere hat Seemann Abstand zu den eingespielten Institutionen des Kunstbetriebs gesucht. Solche Unlust an der Arbeitsteilung kennzeichnet die Seemannsche Biografie schon früh und dauerhaft. Die Schule war für mich ein komisches Kapitel, weil ich wiederholen musste, die Quarta. Und ich hatte dann ein Jahr Vorsprung vor den anderen und das war so ein ganzer Generationsunterschied für mich gegenüber den anderen. Und zum Beispiel ist da so dieses Mexiko-Buch entstanden. Das ist eine Prima-Arbeit gewesen. Also nicht eine Prima-Arbeit, eine Prima-Arbeit. Und ich habe mich dann bemüht, wirklich so stundenlang da Schriften zu erfinden, zu zeichnen. Hier ein aztekisches Altarbild, dann das Jahrhundert der Revolutionen, wo es knallt aus allen Buchstaben. Oder eben Gedankenbilder wie Mexiko von morgen mit dem drohenden Dollar und Hammer und Sichel, nicht? Was ja dann wichtig wurde, also die Ideologie im Kapitalismus. Und eben, es geht aufwärts mit Mexiko, ist dann auch in der Schrift gezeigt. Also sehr kunstvoll angelegte Dinge, an denen ich stundenlang, tagelang, wochenlang gearbeitet habe. Naja, ist natürlich klar, wenn man mit der Schule nicht so glücklich war, dann kommen die Alternativen. Und die erste ist, wie immer bei Jungs, der Sport, nicht? Ich war damals in der Mannschaft für Handball, für Fußball, für Korbball, Leichtathletik. Ich lief die 100 Meter in 11,1. Dann wurde für mich immer wichtiger das Theater. Ich habe dann Auftritte gehabt als Transvestit oder auch als Kunstpfeifer. Hab mich so durchs Leben geschlagen, wollte gleichzeitig Grafiker werden, hab dann aber das aufgegeben, weil ich nicht Lust hatte, noch einmal den Grünen Heinrich zu lesen, weil man musste dann wieder 4 Jahre Kunstgewerbeschule machen, wieder ein Examen, die Lehrstelle als Grafiker hatte ich und so habe ich mich dann doch entschlossen zu studieren. Ich begann ja dann auch zu malen und es gab vor allem ein Mädchen, das mir sehr gefiel, weil sie mir das erste Bild abkaufte und für 30 Franken in 6-monatlichen Raten und dann auch noch mit Naturalien natürlich, also
Oder eben hier in Venedig ein früher Ausflug. Dann kam 56 dieses Einmann-Theater, wo ich so in 16 Nummern eine Art Reinigungsweg, das begann sehr brutal und relativ weiterfahren mit Theater. Und ich meine, wenn ich jetzt heute diese Fotos sehe, dann hatte ich immer das Gefühl, ja, hier ein Theater. Wobei ich immer dachte, ich mache das für mich. Es war bereits die Gesamtkunstwerksidee natürlich. Ich habe das Bühnenbild gemacht, die Musik gemacht, selber gespielt, selber die Texte geschrieben. Wenn ich natürlich jetzt diese Fotos sehe, wie ich dann noch lecker aussah, oder diese Moritat vom Doppelleben, wo dann im Sie und Er, der Sie und Er stand, dreimal pro Woche springt der introvertierte Kunsthistoriker auf der Bühne aus sich selbst heraus. Und dann 57 kam dieses Schlüsselerlebnis, ein zweites, dass ich nach St. Gallen geholt wurde, weil sie jemanden suchten, der sehr auf dem Laufenden war über Surrealismus, Dadaismus, Cabaret Voltaire. Ich hatte ja auch im selben Jahr diesen ersten Gedenkabend, als kein Mensch mehr den guten Mann kannte, von Hugo Ball gemacht, im Kleinen Theater Kramgasse 6 in Bern. Eigeninitiative, musste dann auch wieder arbeiten gehen, weil alles drauf ging. Es war die erste Ausstellung, drei wunderbare Vitrinen aus dem Kunstmuseum, etwas vertrocknete Sonnenblumen, eine richtig rührende Ausstellung. Und dann kam natürlich diese Ausstellung in St. Gallen, Dichtende Maler, malende Dichter, wo ich also hergeholt wurde, weil im Komitee waren die Krankheiten ausgebrochen, einer hatte mit dem Herz zu tun, der andere mit der Leber. Einer kam zu spät aus Australien und ich habe das dann gewissermaßen alleine durchgezogen, Grafik gemacht, den Katalog gemacht, die Ausstellung gehängt und so weiter. Ich war damals genau als 24-Jähriger kräftig genug, diese Ausstellung durchzuziehen, damit sie rechtzeitig am 3. August eröffnet wurde. Und dieses Ausstellungserlebnis hat mir dann eigentlich gesagt, so, jetzt fährst du mit Ausstellungen weiter. Eigentlich war es mir dann gar nicht mehr drum, jetzt noch fertig zu studieren. Ich habe dann aber doch diese Dissertation noch zu Ende gebracht mit dem Titel Anfänge der modernen Buchillustration, die Buchillustration der Nabis. Und so ist denn eigentlich der kunsthistorische Teil, also über Maurice Denis, Bonnard, die Nabis, ihr Verhältnis zur Literatur, die Typologie des modernen illustrierten Buches, sind genau 200 Seiten, aber ebenso viel sind dann eben über die, sagen wir mal, gesamtkunstwerklerischen Aspekte, wie die Revue Blanche oder das Theater, also die Bühnendekoration, die die Nabis gemacht haben. Dann natürlich für mich eine absolut wichtige Figur, der Alfred Jarry, der das alles vorweggenommen hat für sich selber und auch immer pleite gemacht hat damit. Und dann der Verleger, der das alles dann synthetisiert hat, eben Ambroise Vollard. Und dann kam die Anfrage, ob ich die Kunsthalle Bern übernehmen wolle, und ich habe mich dann also beworben. Das einzige Mal, dass ich mich um etwas beworben habe. Es waren 9 Kandidaten und zu meinem Erstaunen wurde dann der Jüngste genommen. Ich war damals 26,5, war also der jüngste Museumsdirektor der Welt für lange Zeit. Knappe 8 Jahre lang Kunsthallendirektor in Bern. Jahre der Aufbrüche, der Umbrüche. Die junge Kunst reiht sich ein in die Frontlinie der antibürgerlichen Opposition. An Siemens Ausstellungsprogramm fällt zunächst nichts spektakulär Kämpferisches auf. Er nimmt gelegentlich Rücksicht auf lokale Empfindlichkeiten. Er zeigt die Werke klassischer Einzelgänger wie Giorgio Morandi oder Mark Tobby. Er verfolgt Traditionslinien der konstruktiven und konkreten Kunst. Er untersucht künstlerische Randgebiete wie die Bildnerei Geisteskranker. Er interessiert sich für die Surrealisten, für Science Fiction. Er macht mit bei der Entdeckung der Popkünstler. Und den Besuchern will es nicht mehr warm werden ums Herz. Ein Bild nach dem anderen, schreibt der entsetzte Kritiker, lässt uns eiskalt, erfüllt uns mit innerster Ablehnung. Die Ablehnung wird heftiger, kippt um in offenen Unmut, Protest, als Seemann nach dem Schock der neuen Bilder mit der Zumutung einer gänzlich bilderarmen Kunst aufwartet. Die Ausstellung hat Geschichte gemacht. Das Künstleraufgebot unter dem programmatischen Titel »Wenn Attitüden Form werden« sollte den jungen Ruf des Kunsthallendirektors entscheidend festigen. Wenn auch einige eine Fuhre Mist vor der Kunsthalle abladen.
Im Frühjahr 69 gibt Seemann sein Berner Amt auf. Der Berner Abgang kann den Gang der Ereignisse nur beschleunigen. Seemann arbeitet frei, gründet eine Agentur für geistige Gastarbeit. In Köln lässt er die Happening- und Fluxuskünstler aufmarschieren. 1972 wird er nach Kassel berufen, an die Spitze der Documenta 5. Documenta, periodischer Rechenschaftsbericht zur Lage der Westkunst. Seemann strapaziert seinen Etat nach Kräften. Wie schon bei der Attitüdenausstellung stehen die Documenta-Künstler nicht mehr ein für irgendwelche Trends oder Richtungen, treten vielmehr mit ihren eigenen Visionen auf. Seemann prägt das Kennwort individuelle Mythologien. In diesen turbulenten Jahren hat er eine Ikone geschaffen, in welcher die wesentlichen Veränderungen unserer Kultur katalysiert wurden. Wir hatten die Konzentration im Leben und wir hatten die Konzentration in der Kunst. Und bei Harry Seemann kamen sie beide zusammen. Nach der Documenta, die eine brutale große Ausstellung war, wollte ich das genaue Gegenteil tun. Nämlich eine Ausstellung, die nicht aus Kunstwerken besteht, wo keine vielen Leute kommen, sondern ich wollte einen neuen Typ ausprobieren, und zwar mit Dingen, die mir vertraut waren, von denen aber ich nicht wusste genau, wie man die ausstellen musste. Und 1971 ist mein Großvater gestorben, einer der großen Pioniere des Friseurwesens, ein Haarkünstler, Erfinder des Dauerweltapparates, erster Version des Ondulateurs und so weiter. Und ich hatte seinen ganzen Nachlass behalten und wollte nun über diese Objekte gewissermaßen ihn durch die Ausstellung so präsent machen, dass die Leute, die ihn noch kannten, auf ihn in der Ausstellung warteten. Ich wollte also mein Medium einsetzen, auch im Hinblick auf das Überleben einer Person in der Erinnerung. Und zwar natürlich begrenzt nur der Person, die gewissermaßen die Ausstellung gesehen haben. Denn nachher ist die Erinnerung auch verlöscht. Ich brauche natürlich für alle diese Unterabteilungen ein handliches Ordnungssystem. Und da ich ein verwendeter Anhänger des Recycling bin, verwende ich also die Schachteln, die Kartons, in denen mir der Wein geliefert wird. Villa Gelmini. Unterdessen ist es nicht mehr Villa Gelmini, der ist etwas zu sanft geworden, sondern Generoso. Und dann verwende ich diese Schachteln als Ablegesystem, so dass je mehr ich trinke, je mehr kann ich auch einordnen. Organisator, der unabhängig arbeitet, brauche ich natürlich eine Präsentationsecke für Kunden. Und für mich ist es auch wichtig, zu sehen, wie die Leute auf so eine Ecke reagieren, weil die ja ziemlich zufällig entstanden ist. Und ich habe einfach hier aus verschiedenen Zeiten, verschiedenen Weltteilen Objekte zusammengestellt, eher zufällig, also nicht ästhetisch arrangiert. Man sieht hier also das Weltbrevet meines Großvaters für den perfekten Ondulator. Man sieht ein Votivbild mit dem geschlossenen Kreislauf, wo drauf steht, dass nur Jesus der wahre Freund ist und nur er einem helfen kann, obwohl wir doch wissen, dass jeder sich selber helfen muss. Eine Anarchistenfahne, James Lee Byers, der mir jeweils am Bahnhof, wenn ich in Eile war, ein Fähnchen mitbrachte, Harry, Harry, Hurry, Hurry. Dann einige Gaben von Künstlern, wie ein Bild von Immendorf, ein Spazierstock von Wernich, das Modell unseres Hauses in Tenja, ein Werk von Dieter Roth, dann von Armand eine eingegossene Tugendkomposition,
eine Zuckerskulptur aus Mexiko, eine Skulptur von Ingeborg, wo sie mir das Rauchen abgewöhnen wollte, und als männliches Symbol ein Elefantenzahn. Das erotische Thema der Junggesellenmaschinen. Die Lebensreforma von Monte Verità. Die Verschmelzungsutopien unter dem Motto Gesamtkunstwerk. Seemanns nächste Ausstellungen gelten den Grenzgängern der Kunstgeschichte. Sommer 1983. Harald Seemann zeigt im Kunsthaus Zürich seine umfangreiche Recherche Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Das romantische Motiv der Versöhnung von Kunst und Leben, die Befriedung aller Widersprüche im künstlerischen Werk. Mit unversteckter Anteilnahme verfolgt Seemanns Ausstellung die Geschichte der Gesamtkunstwerksidee. Und im Panorama der Phantasten und Utopisten ist kein Unterschied mehr zwischen den Werken der Kunstgeschichte und den Träumereien und Obsessionen, die Seemann an den Rändern dieser Kunstgeschichte ausgegraben hat. Es mischt sich die Heiterkeit sanfter Selbstbeglückungen mit dem Ernst radikaler Gesellschaftsentwürfe. Der geistige Raum, in dem das Gesamtkunstwerk entsteht, hat fließende Grenzen. Es sind Dehnungen des Harmoniebegriffs, es sind Hieroglyphen, es sind Geometrien, es sind Ekstasen. Es sind Vorstellungen vom neuen Körper und vom neuen Menschen. Der Hang zum Gesamtkunstwerk ist nichts anderes im Grunde genommen als eine Addition von Vorstellungen, wie man das irdische Paradies verwirklichen könnte. And that, of course, his forte is he's at the same time official and against official. He's one of few guys who can combine the impetus and then anger and rebellion of our underground artists, for instance, Fluxus or conceptual artists that may be, but he is also enough realist to combine our effort with institutions and money people and bankers and whatever rascal of the world. So art world problem is that all radical people must live on the most dirty rascals' money. Speziell für Hamburg und Berlin, könnte man sagen. Es gibt doch die beiden Bahnhöfe, dass er, Harry Seemann, wie eine Lokomotive ist, die ihre eigenen Schienen legt. Es sind Ausstellungen für das Stehen von Kunstwerken. Ein doppelter Glücksfall. In Berlin steht der alte Hamburger Bahnhof. In Hamburg der alte Berliner Bahnhof zur Umrüstung an. Die Städte lassen mit viel Geld die ausgedehnten Hallen für Ausstellungen herrichten. Harald Seemann wird an beiden Orten zur Gastregie der Premiere geladen. Und an beiden Orten inszeniert er seine Sicht auf die Kunst in der Spätepoche der verlorenen Utopien. Wieder gruppiert er um den Stamm seiner Künstler die starken Stimmen verschiedener Generationen. Gruppiert sie so, dass sie Harmonien und Dissonanzen bilden. Dass die zarte Geste mit der mächtigen korrespondiert. Anders als so manche Großveranstaltungen dieser Jahre mit ihrem unverhohlen interessegesteuerten Engagement für bestimmte Künstler und bestimmte Tendenzen, leben Seemanns Gruppenausstellungen vom Feingeflecht der künstlerischen Dialoge, aus denen sie gewoben sind. Meine Damen und Herren, als ich hier nach Hamburg kam, im Februar letzten Jahres, war es, um diese Hallen zu besichtigen. Wahrscheinlich war es auch, weil ich den Ruf habe, gerne unverbrauchte Räume der Kunst zu erschließen. Und ich habe dann gewissermaßen ein Gutachten abgegeben und gesagt, es ist fantastisch, hier in Hamburg, wo eigentlich keine zeitgenössische Ausstellungstradition ist, nun solche Hallen zur Verfügung haben für temporäre Ausstellungen. 18 Monate später stehen diese Hallen und es steht auch die erste Ausstellung. Also im Grunde genommen nach den Erfahrungen in Wien, in Zürich, in Berlin, in Paris, war es hier noch mehr Raum, der zur Verfügung steht. Und gleichzeitig war es auch gefordert von der Situation, dass man eine andere Antwort gibt.
Sie als Journalisten kennen alle diese Klagen. Jetzt haben wir genug von den Gruppenausstellungen und so weiter. Ich meine, ich kann mich dem zum Teil anschließen, aber dann ist immer wieder aus der lokalen Situation her das Bedürfnis da, über einen Überblick den Anschluss an diese internationale Ausstellungstätigkeit zu finden. Wen Seemann ausstellt, hängt notwendig davon ab, wo er ihn ausstellt. Ausstellungsorte gehören zu den bestimmenden Teilen seiner Ausstellungskonzepte. Wenn, wie im Hamburger Fall, eine Doppelhalle zur Verfügung steht, wird die Ausstellung zwar Einleuchten heißen, aber sich doppeltes Kunstleuchten vornehmen. Auf der einen Seite die noch offenen Werke. Auf der anderen die museal gewordenen Arbeiten. Sulewitz klassische Würfelauflösung, Dan Flavin, Karl André. Sensibles Fügen von Gruppen und dann wieder alle Konzentration auf den Einzelnen. Zu den stärksten Einzelnen rechnet Harald Seemann den amerikanischen Bildhauer Richard Serra. Für seine tonnenschweren Stahlwände musste erst einmal die Statik des Zürcher Kunsthauses verbessert werden. So hatte es gern. Alles noch unberührt, jungfräulich, unentdeckt, entdeckbar. Die japanische Unternehmerfamilie Watari, Kunstsammler, Kenner der europäischen und amerikanischen Szene, haben sich in Tokio vom Tessiner Architekten Mario Botta ein Museum bauen lassen und bei Harald Seemann die Eröffnungsausstellung bestellt. Da ich ja spezialisiert bin für Einleuchtengeschichten, also von neuen Räumen, habe ich gesagt, ja, vielleicht, oder? Weil ich wollte zuerst mal etwas mehr wissen, was haben Sie früher gemacht und wie sieht dieses Haus aus und so weiter. Sie waren dann dreimal bei mir im Tessin und ich bin dann Ende Juni hier hingeflogen und habe mir das angesehen. War nicht sehr glücklich über das Innere des Gebäudes, aber nachdem wir uns schon geeinigt haben auf Leib und Verjus, fand ich, wenn wir gewisse Umbauten machen, gewisse Veränderungen, was natürlich nicht so nett war gegenüber dieser Einweihungsgeschichte des Gebäudes, weil die Familie glaubte natürlich an diese moderne Architektur. Aber ich sagte mir, es kann ja ein Lernprozess sein für alle, nicht? Und dann habe ich zugesagt. Und gut, ich meine, es ist eine kleine Ausstellung, aber ich mache ja immer gerne ganz große und dann wieder kleine. Sonst ist das Leben ja nicht so spannend, wenn man immer nur große macht oder immer nur kleine. Jetzt sind eigentlich die maximalen Voraussetzungen geschaffen. Man hat den Boden abgedeckt für den Blütenstaub, man hat eine Decke eingezogen für die Wachswand und sonst braucht es keine großen Veränderungen. Und natürlich ist dies auch wieder eine Kritik an der Architektur, nicht? Dass einfach diese berühmten Architekten nie an die Kunst denken, wenn sie Museen bauen. Und es ist einfach so, ob das nun in Hamburg ist oder jetzt in Tokio, es ist immer dasselbe. Aber mich reizt es natürlich, über die Kunst Kritik am Gebäude einzubringen. Die Ausstellung treibt ja so einen Zweig weiter. Sie wissen ja, 1985 war Spuren, Skulpturen und Monumente in Zürich, ihrer präzisen Reise, also mit Leib und mit den Twombly-Skulpturen und dann abgewandelt in Wien, in Düsseldorf, in Berlin. Dann wieder ganz anders in Hamburg. Und ich habe ja für alle diese Ausstellungen jetzt Titel gewählt, die sich immer steigern. Also eben von dem eher komplexen Titel in Zürich über De Sculptura, Skulptur sein, zeitlos, einleuchten, jetzt Leitzied. Also das Ganze ist auch wie ein Gedicht. Das ist eine neue Gedichtzeile in meinem Schaffen. Wolfgang Leib gehört zum engsten Kreis der Seemann-Künstler. Kaum eine Seemann-Ausstellung in den letzten 10 Jahren, an der der asketische Mann mit seinen eindrücklichen Arbeiten aus Blütenpollen und Bienenwachs nicht beteiligt gewesen ist.
Wohl ist es gerade diese Kunst des Nicht-Produzierens, Nicht-Verbrauchens, Nicht-Verwertens, die dem Ausstellungsmacher besonders nahe steht. Leibs unerkämpfte Schönheitserfahrungen sind, so gesehen, auch eine Chiffre für Seemanns eigenen Umgang mit der Kunst. Ich finde, das Außerordentliche bei ihm ist, dass er selbst ein Künstler ist. Und dass er aber, was auch sehr gefährlich sein könnte, dass er nicht sich einmischt in die Arbeit der Künstler, mit denen er zusammenarbeitet, sondern dass er irgendwie, es war für mich immer so, mit ihm eine Ausstellung zu machen, dass wir das praktisch wie wenn zwei Künstler zusammen eine Arbeit zusammen machen. Und das ist etwas, was ganz selten stattfindet. Also die gesellschaftliche Wirklichkeit ist ja nicht gerade das Schönste auf der Welt. Und ich finde, wenn wir solche Vehikel haben, um uns ins Träumen zu versetzen und uns eine Welt zu kreieren, die ebenso total ist wie die ganze, aber temporär über das Medium der Ausstellung, also ein Verzauberungsort auf Zeit, dann sollte man das maximal ausnutzen. Und von daher gesehen, finde ich, ist dieses Medium wirklich geeignet, weil es spielt ja sich ab in einem Raum, der durch öffentliche Gelder finanziert ist, aber dient dann dazu, über diese Verzauberung auf Zeit wenigstens einen Hinweis zu geben auf andere Besitzvorstellungen. Also von daher gesehen bin ich schon daran interessiert, die gesellschaftliche Wirklichkeit zu verändern, aber auf dem Umweg über diese Verzauberung auf Zeit. Das hängt vom Kunstwerk ab. Ich meine, wenn ein Kunstwerk sichtbar einen Machtanspruch vertritt, in dem Moment kann man gewissermaßen auch öffentlicher sein in der Präsentation. Aber es gibt sehr viele Künstler, wo ich das Gefühl habe, in erster Linie ist es ein Dialog mit ihm, dass ich ihm zeigen kann, wie ich über die Platzierung im Raum auch ihn interpretiere als Künstler. Und ich habe ja immer die These vertreten, dass es für mich wichtiger ist, dass ich glücklich bin mit der Ausstellung als die Öffentlichkeit. Also mir ist es lieber, wenn nur einer kommt, der mitschwingt, als 100.000 Leute. Gut, das ist nicht sehr wirtschaftlich, aber es ist nun mal halt so. Naja, es gibt eben diese Unterschiede, nicht? Also einmal im Dienste eines Werkes oder dann, wenn ich selber gewissermaßen nicht kommentierende parallele Welten kreieren will. Und ich meine, das kam ja vor allem im Ausdruck im Hang zum Gesamtkunstwerk, der ja basiert auf der Tatsache, dass als die großen Auftraggeber weggefahren sind, sei das der Adel oder die Kirche oder der Staat, der Künstler selber, jeder für sich, eine Art Schöpfergott werden musste, der immer sein Universum neu kreiert. Und natürlich, gut, er hat dann das Werk, er hat ein Werk aufgebaut. Ich habe das nicht. Ich kann nur temporär diesen Hang zum Gesamtkunstwerk, der eben auf dieser Energie basiert, kann ich in Form einer Ausstellung zeigen. Und in dem Moment natürlich bin ich auf dem Umweg über das Sichten dieser Versuche, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, also etwas, das es nicht gibt, also eine Ausstellung zu machen über etwas, was es nicht gibt, mit Dingen, die es gibt, werde ich natürlich auch indirekt zum Schöpfer kommen. And then I know grapes become wine when grapes get rotten, and he has the best brewery to make best wine out of grapes.
you know, a little chemistry and a little of collapsion in all together. Sfruttiamo questa parte della fotografia per tutto il manifesto. Così. Das alte Fabrikgebäude im Matschertal ist mit den Jahren selbst zu einer Art Gesamtkunstwerk geworden. Oben das Büro der vielbeschäftigten Agentur für geistige Gastarbeit. Unten das Atelier der Malerin und Bildhauerin Ingeborg Lüscher, Harald Seemanns Lebensgefährtin seit der Documenta 5. Die Arbeitstage im Tessin sind kostbar und selten geworden. Eine Kunstszene, für die beständige Aktivität zum wichtigsten Selbstbeweis gehört, zwingt auch den Ausstellungsmacher zum rastlosen Tracking von einem sogenannten Ereignis zum nächsten. Und noch immer scheinen die sogenannten Ereignisse eher mehr denn weniger zu werden. Internationale Kunstmessen zum Beispiel. Uns oder jemand anderem? Ja, was mich fasziniert, ist, dass es hier relativ ehrlich ist, oder? Die Leute mieten ihren Stand, zeigen, was sie für gut finden. Und ich meine, ich erfahre nicht viel Neues, was ich nicht schon weiß. Aber ich erfahre zum Beispiel über Bilder, die wieder zu haben sind und so weiter, die man dann vorschlagen kann, irgendjemandem oder einem Museum. Und dann natürlich benutze ich die Messe, um wirklich in ein paar Tagen wieder mal mit allen zu sprechen. Das erspart mir ungeheuer viele Reisen. Dann natürlich gibt es die Galerien, die dann fast wie museale Gebilde herzaubern. Und dann gibt es die, die was Neues ausprobieren. Was mir natürlich immer auffällt, ich, der Skulptur so liebe, dass der Aufwand zu groß ist. Also eigentlich, was ich wirklich liebe, ist nie da. Aber das ist der Sinn der Messe. Ja, da haben Sie es nicht gesehen. Ah, nein, nein, der war dabei. Hat auch noch einen schönen Briefwechsel mit Ihnen. Ich finde es aufhängen los. Und wenn der Informationswert des Messebesuchs auch nur darin besteht, dass der hoffnungsvolle Nachwuchskünstler aus den USA die Gelegenheit keinesfalls versäumen möchte, dem einflussreichen Kunstvermittler aus der Schweiz mit dem transatlantisch wohlbekannten Namen einen kurzen Einblick in sein hoffnungsvolles Schaffen zu geben. Die meist gehetzten Dienstfahrten sind nicht gerade kurz, aber dafür spektakulär. Südlich der Alpen Haus, Büro, Archiv, Familie. Im Norden ein Schreibtisch im Kunsthaus Zürich, wo Seemann seit Jahren fester freier Mitarbeiter in der Ausstellercrew ist. Wenn die Zürcher Projekte einmal längere Anwesenheit nötig machen, dient das Kunsthausbüro auch als Garderobe. Ein Sack mit Frischwäsche steht allemal unterm leeren Regal. Seemann hat im Lauf seiner Ausstellungskarriere zahlreiche Angebote ausgeschlagen. Die Gastarbeiterrolle schien doch immer verlockender. Der lockere Vertrag mit dem Kunsthaus Zürich ist das äußerste Zugeständnis an die Arbeitsmuster des Kunstbetriebs. Und wenn es noch sonst Briefe hat und manchmal schon eine Antwort von ihrem Bruder, wäre es natürlich auch gut. He? Seemann, der Ungebundene und Unbindbare, das gilt auch für das Verhältnis zu seinem Land, zur Schweizer Kultur und Geschichte. Die Künste, so wie ich sie verstehe, wollten stets Besitzvorstellungen verändern, hin zur Selbstaufgabe und damit der Utopie der idealen Gesellschaft nahe, also der einzigen wirklichen Utopie und nicht irgendeinem obskuren Fortschritt, der das Versteckspiel der Ängstlichen und Gewinnsüchtigen, also der das Eldorado Behindernden und Bremsenden erneut perpetuiert. Es ist verdammt schwierig, gerade auf unser Land bezogen, eine Zukunftsvision zu entwickeln, die auch künstlerisch ist. Diese kann, da die Künste grenzüberschreitend sind, nur international sein,
ja interstellar und so weiter, auch wenn unsere Wurzeln europäisch sind. Und noch ein letztes, die Künste sind weiterhin Kreationen Einzelner und sind deshalb von demokratischen Findungsprozessen weit entfernt. Fantasie schnippt im Augenblick und unvorhersehbar, medial offenbart sie eine Lichtung als elitäre Erleuchtung. Wenn Harald Seemann über die Schweiz referiert, dann erscheinen all die Figuren wieder, die das Denken dieses kritischen ganz und gar Schweizers bestimmen. Immer wieder ist solche kritische Teilhabe am Schweizer Beitrag zur Weltkultur auch in die Seemannschen Ausstellungen eingeflossen. Zuletzt in ein Künstler- und Fantastenpotpourri, das das schöne Etikett bekommen hat, Visionäre Schweiz. Visionäre Schweiz, eine Seemann-Ausstellung des Zürcher Kunsthauses im Jubeljahr der 700-jährigen Eidgenossenschaft. Eine typische Seemann-Ausstellung. Wunderkammer und Traditionsmuseum in einem. Prall gefüllt mit lauter bildnerischen Obsessionen. Er greift ein Thema auf, verfolgt es obsessiv. Zum einen aus der Distanz, der Übersicht, der Analyse. Und zum anderen kriecht er sich buchstäblich hinein und verfolgt jede kleinste Spur. Und das sind Qualitäten, die ich jetzt mal schlicht und einfach für einzigartig betrachte. Die Ausstellung Visionäre Schweiz ist zu einer Art neuem Rundgang durchs Museum der Obsessionen geraten. Zur Neubesichtigung einiger Geheimkabinette, die bislang verschlossen waren. Für dieses Museum der Obsessionen, für sein Museum der Obsessionen, eine Ruhmeshalle der Randständigen und freiwillig Rückständigen, sammelt Seemann seit der Großvaterausstellung. Jetzt nimmt sich der Fundbericht ganz schweizerisch aus. Ich glaube, es ist dem Schweizer eigen, wenn er eine Obsession hat, dass er alles ganz groß sieht, aber dann verzieht er sich in einen kleinen Winkel und verkrümelt sich da. Und das war auch der Grund, weshalb ich die Schweizer nicht in den Hang zum Gesamtkunstwerk einbauen konnte, weil sie haben keine gesellschaftliche Utopie. Und deshalb habe ich jetzt auch den Woltanski dazu genommen, der gesagt hat, ein toter Schweizer ist das Schlimmste, was es gibt, weil er hat keine Geschichte. Er hat kein Leben gehabt. Und andererseits sieht er das auch wieder als Chance für die Schweiz, weil sie noch eine Geschichte haben kann eines Tages. Gut, und aber auf der anderen Seite muss ich einfach immer wieder sagen, für ein kleines Land, sei das nun durch die Ausstrahlung der Alpen oder die magnetischen Anomalien oder sei es das gehäufte Sektentum in den Voralpen oder was auch immer, gibt es eine außerordentlich große Anzahl von Abseitigen, die eigentlich immer zentral gedacht haben. Und das hat mich jetzt fasziniert, das mal so aufzubereiten. Weil die normale Schweizer Kunstgeschichte, das kennt man, oder? Und ich habe es in Zürich noch mal anders gemacht. Ich habe von den Berühmten immer nur ein Bild genommen, weil ich da das Wissen voraussetze, um mehr Raum zu haben, eben für die, die man immer so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt hat. Und ich finde, dass in dieser Ausstellung, die von der Architektur her wieder denselben Anspruch vertritt wie der Hang zum Gesamtkunstwerk, auf der anderen Seite habe ich diese Kojen gemacht, wo eben dieses Eigenbrödlertum dann wieder zum Ausdruck kommt, ist hoffentlich endlich mal eine Hommage an dieses Land und ich hoffe auch, dass dieses Land endlich wahrnimmt, was da für eine Fantasieexplosion stattgefunden hat und von daher sehe ich ja eher positiv, nicht? Und die Schweiz als solche hat mich dabei kaum interessiert. Es ist wirklich dieses Alpengebiet, das so viele eigenständige Visionäre hervorgebracht hat. Harry Seemann hat bereits mehr realisiert als jeder von uns Ausstellungsorganisatoren zusammen.
Aber wir werden nur zufrieden sein, Harry Seemann, wenn sie schließlich die Möglichkeit hatte, ihren Traum zu realisieren. Den Traum nämlich, ein Museum zu machen aus dem Monte Verita, diesem fantastischen Versammlungsplatz von Gedanken und Attituden, diesem Brutplatz von Energie und wesenhafter Unabhängigkeit. Wir haben hier die allgemeine Situation mit dem Dorf Ascona, das ja im 16. Jahrhundert eine große Zeit hatte unter dem Kardinal Borromeo, Carlo Borromeo. Und dann hier den Hügel über Ascona, den sogenannten Monte Verità, der in der Konstellation der Landschaft wirklich so liegt wie ein Kind zwischen zwei Schenkeln mit einem umgekehrten Schamdreieck, das dann noch getauft wurde Parsifalwiese. Dann wie üblich an diesen heiligen Orten ist ja die Madonna vorausgegangen als erste Touristin im Tessin, nämlich die Wallfahrtskirche Madonna della Fontana und dann eben dieser sanfte Hügel, der umgetauft wurde in Berg der Wahrheit, Monte Verità. Der Tanz hat hier auf dem Monte Verità seine richtige Hochburg gehabt und wir haben, wie immer, in diesem Museum ja nicht versucht, nun durch ein Hauptwerk etwas abzudecken, sondern das richtige Meisterwerk in diesem Museum ist ja eben, dass alles mit allem verhängt ist. Mystische Freimaurerei mit der Entstehung des neuen Tanzes, abstrakte Kunst mit der Lebensreform und der Theosophie. Und man sieht dann mit der Zeit, wie verschiedene Künstler sich haben anregen lassen von dieser ganzen Stimmung und hier meistens ihre ganze Produktion geändert haben. Also nicht mehr Bilder gemalt haben. Vielleicht tut er das ja auch am liebsten, den Führerspielen auf dem Berg der Wahrheit. Und vielleicht ist Harald Seemann nirgendwo so zu Hause wie auf dem Sehnsuchtshügel über Ascona, wo es die Weltflüchtigen aller Länder hingezogen hat. Wo es gut ist, den alten Traum noch einmal zu träumen. Und ihn weiter zu träumen und nimmer aufzuwachen aus dem Traum vom Besseren, vom Erfüllteren, vom Heiteren. Über die Ausstellung konnte ich eigentlich zeigen, dass hier die ideale Gesellschaft existierte, auch wenn sie realiter nicht existierte. Und von daher gesehen war für mich der Monte Verità immer die Hoffnung. Ich meine, es war die Hoffnung auch, mein eigenes Metier zu erneuern, mich mit einer Geschichte auseinanderzusetzen, die uns nie gelehrt wurde, sondern es war immer ein neues Mitteleuropa, das hier zu entdecken war, und zwar über die Alternativen, wobei ich das Wort gar nicht gerne verwende, weil für mich ist Alternativ eigentlich das Normale und das Normale ist für mich das Anormale gewissermaßen. Und ich meine, wenn ich mir überlege, was die alles getan haben, um über das Bauen, über die Ernährung, über das Zusammenleben, über das kooperative System versucht haben, das Leben zu verbessern und auch was sie ökologisch gebracht haben, auch über die Emanzipation der Frau und so weiter, dann muss ich sagen, dass da so viel drin liegt, wenn man das befolgt hätte, wäre die Welt heute wahrscheinlich eine bessere Wohnung.